aus meiner Sicht ist es einfach so gelaufen, dass wir das Spiel gut begonnen haben, auch so wie wir es, sag ich mal, taktisch beginnen wollten, dass wir uns erstmal so ein bisschen nach hinten verziehen, gucken, was Bjørnsen machen will, weil beide Mannschaften nicht gut aus den Startlöchern gekommen sind. Wir wussten aber, dass Bjørnsen schon eine heimstarke Mannschaft ist und auch, sag ich mal, Fußball spielen kann. Und von daher haben wir dann gesagt, wir warten erstmal ein bisschen ab und kamen dann auch gut ins Spiel rein. Die ersten 20, 25 Minuten haben wir derzeit dann auch glücklich das 1-0 gemacht und haben dann wieder verpasst, wie auch letzte Woche schon, dass wir gesagt haben, so von wegen, wir lassen uns hier von so ein bisschen Emotionen anstecken im Derby und haben dann wieder unser Spiel eingestellt und haben uns so ein bisschen nach hinten reindrängen lassen und hatten nachher den restlichen Spielverlauf einfach nur Glück, dass wir das 1-0 gehalten haben. Ja, heute haben wir wirklich Leidenschaft gezeigt. Wir haben heute wirklich von der Leidenschaft her gut gespielt. Ich hätte mir das gewünscht, dass wir auch in den ersten beiden Punktspielen genauso gut gespielt hätten von der Leidenschaft her. Deswegen mache ich der Mannschaft heute überhaupt keinen Vorwurf. Das war wirklich eine gute Steigerung zu den letzten beiden Spielen, Punktspielen. Allerdings haben wir heute auch den Torwart warm geschossen. Also die Chancen, die wir hatten, das war schon großartig. Also da kann man sich schon als Torwart richtig auszeichnen. Dass der Elfer nicht reingeht, auch schade, aber das passte ganz zum Spiel heute. Und wenn man halt da unten drin steht, dann ist das im Moment so, dass man wirklich das nötige Quäntchen Glück einfach, das fehlt einfach im Moment. Aber alles andere war heute wirklich von der Mannschaftsleistung her wirklich optimal und wirklich top. Bjørnsen hatte die Chancen, hat sie nicht reingemacht und es war ein Derby, war ein geiler Kampf, hat Spaß gemacht, ich denke auch für die Zuschauer, war top, also ich freue mich richtig drüber. Natürlich, in der zweiten Halbzeit waren wir ganz klar besser, auch Mühle hat wirklich nichts mehr gebracht, waren auch körperlich schon am Zenit. Unsere Chancen, die wir hatten, waren gut herausgespielt. Leider natürlich das vermeintliche Abseitstor hätte ich mir schon gewünscht von einem erfahrenen Spieler wie Frank Pundert, der auch ist, dass er das Ding wirklich auch durchlässt. Er hat zu mir gesagt, er stand nicht im Abseits und er war sich auch nicht sicher, ob der Ball auch reingeht. Dann ist das so, von mir aus auch das. Aber es passt auch wieder zu der ganzen Situation im Moment. Und der Elfmeter, ja, war einfach nur i-Tüpfelchen, das sogenannte. Von daher ist das echt ein gebrauchter Tag heute. Ja, kann man pfeifen, muss man sicherlich nicht. Die haben ihn schon in die Zange genommen. Ja, ist vertretbar, darüber können wir uns nicht beschweren. Natürlich haben die Emotionen ein bisschen hochgekocht, ist ja verständlich. Ja, und beim Schuss, es ist immer Instinkt. Ich habe halt gesehen, dass er in die von mir aus rechte Ecke geguckt hat vorher. Und ja, so primitives Grundschultorwartkenntnis ist dann ja, dass er eigentlich in die andere Ecke schießt. Und ja, habe ich mich darauf verlassen und dann war alles nur im Tunnel und habe ich nur noch gesehen, wie der Ball zur Eckfahne getrudelt ist.